So, Thema Vektoren im dreidimensionalen Raum. Was sind Vektoren? Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Und zwar, Vektoren sind einfach Pfeile, ja, die im Raum eine bestimmte Länge haben, eine fest definierte Länge und in eine fest definierte Richtung zeigen. Ja? Deswegen Pfeile. Fest definierte Länge plus eine bestimmte Richtung, in die sie zeigen. Die Schreibweise von solchen Vektoren im dreidimensionalen Raum ist folgende. V mit so einem Pfeil oben drüber ist gleich eben, wir haben drei Koordinaten, aus denen der Vektor besteht, weil wir uns im dreidimensionalen Raum bewegen. Das ist einmal die x1, die x2 und die x3 Koordinate. Ganz wichtig bei Vektoren ist die Schreibweise, dass ich diese Koordinaten vertikal ausrichte und zwar übereinander schreibe. Ja? Also x2,1 über x2 über x3. Das ist der wichtige Unterschied zur Schreibweise von Punkten von dreidimensionalen Punkten. Ja, die schreibe ich wie zum Beispiel hier diesen Punkt B in horizontaler Schreibweise, ja, waagrecht, und Vektoren ebenso senkrecht, vertikal. Jetzt haben wir gesagt, Vektoren haben eine fest definierte Länge und eine bestimmte Richtung, in die sie zeigen. Ganz wichtig, merkt euch, Vektoren sind nicht ortsgebunden. Ja? Sie können überall im Raum sein. Ich habe euch hier mal ein Beispiel gemacht, und zwar guckt euch mal diese drei lilanen Vektoren V an. Das ist alles ein und derselbe Vektor. Ja? Dieser Vektor, dieser lilane, hat diese Länge, die überall gleich ist, und alle drei Vektoren zeigen in dieselbe Richtung. Dementsprechend haben alle diese drei Vektoren die gleichen Koordinaten. Es ist ein und derselbe Vektor, bloß woanders eben positioniert im Raum. Ganz wichtig, ja? Vektoren sind nicht ortsgebunden. Wollen wir kurz mal zu einem Beispiel gehen, und zwar kann man auch einen Vektor zwischen zwei Punkten aufstellen, ja, wenn man die Koordinaten eben noch nicht kennt und die erst herausfinden möchte von einem Vektor. Wir stellen hier mal den Vektor zwischen dem Punkt A und dem Punkt B auf. Ja. Der Punkt A hat die Koordinaten minus 1, minus 1, 2 und der Punkt B die Koordinaten 2, 3, 3. Ich habe euch mal hier die Punkte beispielhaft eingezeichnet. Der Punkt A liegt dann dementsprechend hier, der Punkt B dort. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn ich einen Vektor zwischen zwei Punkten aufstelle, kommt es darauf an, von wo nach wo der Vektor geht. Ja, wir haben gesagt, der Vektor zeigt in eine bestimmte Richtung. Und zwar, wenn die Schreibweise folgende ist, wie hier jetzt, Vektor A nach B, ja, mit dem Pfeil oben drüber, dann bedeutet es, dass der Vektor vom Punkt A zum Punkt B verläuft. Ja? Das heißt, der Pfeil zeigt in Richtung von B. Andersrum wäre es eben der Vektor BA, also wenn ich die beiden Buchstaben einfach tauschen würde, würde vom Punkt B zum Punkt A laufen, dann würde der Pfeil in Richtung dem Punkt A zeigen. Und das ist auch ganz wichtig jetzt für die Rechnung, ja, für die Aufstellung dieses Vektors, in welche Richtung dieser Vektor zeigt. Nämlich, berechnet man einen Vektor, die Koordinaten durch zwei Punkte, indem man die Koordinaten, die einzelnen, des Zielpunktes, ja, also wo der Vektor hinzeigt, das ist jetzt hier bei dem Vektor AB eben der Punkt B, diese Koordinaten rechnet man jeweils minus die Koordinaten des Zielpunktes, des Startpunktes, ja, von dem Punkt aus unser Vektor startet. Unser Punkt startet in A und endet in B. Man rechnet dementsprechend B1, ja, das ist die Koordinate vom Punkt B, minus die Koordinate, die x1-Koordinate vom Punkt A, nämlich A1. A1 ist hier in dem Fall minus 1. Das heißt, ich rechne 2 minus minus 1, minus minus gibt plus, also 2 plus 1, und erhalte dann die erste x1-Koordinate vom Vektor AB, ist dementsprechend 3. So, die zweite Koordinate, haben wir gesagt, rechnet man, indem wir die x2-Koordinate von B, nämlich 3 minus die x2-Koordinate von A rechnen, also 3 minus
Minus 1 ist wieder 3 plus 1, also 3, 4. Genau, 4 kommt dann raus. Ja? Und in der x3-Koordinate rechnen wir 3 minus 2 ist 1. Und schon haben wir den Vektor AB aufgestellt. Das können wir jetzt auch in unserem Schaubild mal überprüfen, ob wir das richtig gemacht haben. Und zwar müssen wir jetzt, wenn wir von unserem Startpunkt aus A loslaufen, und zwar gemäß den einzelnen x2, x3 und x3 Achsen die Koordinaten ablaufen, müssen wir in B landen, wenn wir diesen Vektor AB hier mal anwenden drauf. Das heißt, wir gehen mal los, starten im Punkt A, gehen drei Einheiten Richtung x1 Achse, und zwar in Richtung nach vorne, weil das ja plus 3 ist. Das heißt, 1, 2, 3. Jetzt bewegen wir uns Richtung x2-Achse, und zwar nach rechts, ja, plus 4. Also 1, 2, 3, 4. Und als allerletztes gehen wir auf der x, gemäß der x3-Achse eine Einheit nach oben, weil plus 1, und landen im Punkt B. Voilà, unsere Rechnung war richtig. Ja. Kommen wir noch zum Beispiel, was ein Ortsvektor ist. Und zwar ein Ortsvektor ist ein Vektor, der ist jetzt ortsgebunden. Ja. Es steckt auch schon im Namen drin. Ein Ortsvektor ist so definiert, und zwar startet ein Ortsvektor immer im Ursprung. Ja. Dieses O steht für Ursprung, Englisch Origin, ja, der Ursprung von allem, also vom Koordinatensystem. Wie gesagt, Ortsvektor bedeutet, unser Startpunkt ist immer O und der Zielpunkt ist dann beliebig, ja? Aber wir starten immer im Ursprung. Dementsprechend, ich habe jetzt hier einfach mal als Zielpunkt den Punkt C aufgeschrieben, der hat die Koordinaten 2, 2, minus 1, Ursprung dementsprechend die Koordinaten 0, 0, 0. Wie sieht dann hier dieser Ortsvektor OC aus? Naja, wir haben gesagt, wir berechnen Vektoren, indem wir die Koordinaten des Zielpunktes, das ist jetzt hier in dem Fall C, ja, der Vektor verläuft von O nach C, minus die einzelnen Koordinaten des, des Startpunktes rechnen. Dementsprechend setzen wir hier für 0 ein, für C1, C2, C3, 2, 2, minus 1. Naja, und wenn wir immer minus 0 rechnen, dann bleibt dieser Punkt, diese Punktkoordinaten auch im Vektor stehen. Also haben wir einfach 2 minus 0 ist 2, 2 minus 0 ist 2 und minus 1 minus 0 ist minus 1. Dementsprechend könnt ihr euch merken, ja, Ortsvektoren haben immer dieselben Koordinaten wie der Zielpunkt, ne? Weil wir einfach hier für die für diese Startpunktkoordinaten ja 0, 0, 0 einsetzen und dann verändert sich nichts.